Hier ist das Rezept. Ihr braucht 5 große Äpfel, 150 Gramm Mehl, 90 Gramm Zucker und 90 Gramm Butter. Dazu braucht ihr eine feuerfeste Form, die kann so aussehen oder auch anders, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Hier sind schon ein paar Äpfel vorgeschnitten. Hier ist noch ein Apfel, mit dem ich gleich mit euch schneide. Hier ist die Butter, da ist ein Messgerät, Zucker und Mehl. Liebe Schüler, hier habe ich jetzt einen Apfel und ich wollte mit euch noch einmal, vielleicht wollt ihr einmal zuschauen, wie ich den Apfel schneide. Ich gehe mit einem Schälmesser hier oben an den Anfang des Apfels und drehe den Apfel so lange, bis ich alle Schale erwischt habe. Eigentlich ist es natürlich schade, dass die Schale wegkommt, denn wie ihr wahrscheinlich wisst, sitzt unter der Schale alles das, was einen Apfel wirklich gut ausmacht, alle Vitamine und Mineralien. Und insofern ist es ein bisschen schade, dass wir die Schale jetzt wegtun. Aber ganz mutige von euch können ja auch einmal versuchen, wie es ist, wenn man ein Apple Crumble mit Schale macht. So, die Schale ist nun weg. Ich halbiere den Apfel, schneide ihn in die Hälfte und dann nochmal die Hälfte in ein Viertel und schneide jetzt das Gehäuse weg, Kerngehäuse, hier auch. Hier nochmal den Apfel durchschneiden, das Kerngehäuse heraus und noch einmal. So, dann schneide ich das Viertel in ein Achtel und ganz in kleine Scheiben, hier in die Schüssel, wo schon die anderen Apfelstücke drin sind. So. Ups. Einmal nochmal. Und ein letztes Mal. Ihr braucht natürlich ein scharfes kleines Messer und natürlich einen Schäler am allerbesten, aber es lässt sich auch alles mit einem Messer schneiden. Diese kleinen Apfelstückchen kommen jetzt hier in diese feuerfeste Form. Ihr seht, oben sind die Äpfel, die ich schon geschnitten hatte, sind schon ein bisschen braun geworden. Wenn man das verhindern möchte, dann muss man ein bisschen Zitronensaft drauf tun, drüber streuen. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir den Streusel? Dazu tun wir das erstmal weg hier. Hände waschen ist natürlich immer wichtig, vorher selbstverständlich auch. So, für die Streusel brauchen wir 90 Gramm Mehl, Butter, 90 Gramm Zucker und 90 Gramm Mehl. Das Mehl habe ich jetzt noch nicht vorher abgewogen, die Butter hatte ich schon abgewogen und den Zucker auch. Das Mehl, da habt ihr sicher vielleicht auch so eine Form, da müsst ihr schauen, wo ist das Mehl, hier. Und wir brauchen 150 Gramm Mehl. Schauen wir mal, dass das halbwegs gelingt. Hier ist 100 und da ist 200. Brauchen wir noch ein bisschen. So, jetzt dürfte das ungefähr 150 Gramm sein. Vielleicht haben einige von euch eine Waage zu Hause, dann geht es natürlich genauer. Aber bei den Streuseln ist das nicht ganz so dramatisch, wenn es nicht ganz so genau ist. So, als erstes schneiden wir aber die Butter. Brauche ich ein anderes Messer. Wir schneiden die Butter in ganz kleine Stücke, damit sich nachher der Streusel besser daraus formen lässt. So, und das tue ich jetzt in diese Schüssel hier rein. Da kann man es noch mal ein bisschen kleiner schneiden. Einfach ein bisschen, damit es ein bisschen weich wird. Nachdem die Butter schon ein bisschen draußen stand bei mir, war sie auch ein bisschen schon weich. Dann tue ich das Mehl dazu und
die 90 Gramm Zucker und ein bisschen Zimt. So, und jetzt nehme ich hier die Rührhaken von dem elektrischen Mixer und versuche daraus Streusel zu machen, also kleine, mit der Butter kleine Krümel. Der andere kann das sicher auch mit der Hand machen, wenn er möchte, mit gewaschenen Händen natürlich. Dauert ein bisschen, bis das alles krümelig ist. Muss man ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, jetzt nehme ich doch mal die Hände dazu, wasche sie noch einmal ab vorher. Sonst dauert mir das doch ein bisschen zu lange. Und schau mal, ob wir das irgendwie... So, damit es nicht so lange dauert, das Video, habe ich das zwischendurch ausgeschaltet. Aber man braucht ein bisschen Geduld dafür. Jetzt sehen sie eigentlich ziemlich gut aus, die Streusel. Die Butter hat sich gut, Butter und Zucker haben sich gut miteinander vermischt. Und jetzt gebe ich das Ganze hier über die Äpfel. Verteilen. So, und jetzt geben wir das alles in den Ofen. Der Ofen ist vorgeheizt auf 200 Grad und 30 Minuten braucht es jetzt, bis ihr es wieder rausholt. Dann ist es heiß und das Allerbeste ist, wenn ihr dann ein bisschen Schlagsahne schlagt und mit dem heißen Apple Crumble und der Schlagsahne obendrauf wünsche ich euch einen wunderbaren Appetit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Marie-Therese.